fucking auf mit Disziplin und Schule. Hörst du sie? Yeah. Hörst du sie? Diese Kinder, die weinen, sie wollen eine Zukunft, es wird immer so bleiben. Hörst du sie? Diese Stimmen, die schreien, ich sehe Wolken aufziehen, der Himmel fällt ein. Hörst du sie? Diese Kinder, die weinen, sie wollen eine Zukunft, es wird immer so bleiben. Hey, willkommen beim Making-of von Disziplin und Jorilla. Hörst du sie? Zurzeit drehen wir gerade die Atmo-Szenen, also keine Rap-Szenen, alles Atmo. Das kommt alles zwischendrin dann im Video. Also jetzt geht es im Prinzip darum, dass Disziplin läuft von da nach hier und du, Joe, läufst von hier nach da. Ja, genau. Und zwar guck dir ruhig so, wenn du läufst, so ein bisschen so die Häuser an, so. Guck auf den Boden, das ist halt so ein bisschen, du denkst so, ja, Stier, ist alles kaputt schon hier, so, eigentlich will ich nur weg. Jacke so offen? Ja, klar. Ist doch fein. Laufen. Und wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Ja, also auf jeden Fall gucken wir, dass wir auf jeden Fall noch so ein paar Möbel suchen, die auf der Straße stehen, dass wir die noch abfilmen. Halt noch so ein bisschen dieses ganze abgefuckte Zeug, was hier rumsteht, filmen. Und dann warten wir auf die Kinder. Die Kinder kommen noch, die traurigen Kinder. Dass wir die auf jeden Fall noch filmen. Und später gehen wir in den Keller. Und dann bauen wir alles schön Licht auf und sowas. Und dann richtig bauen wir, dann machen wir noch die ganzen Papiere und so. So, also gerade wird Müll gefilmt, ja. Wir haben extra Müll besorgt. War extrem teuer. Und jetzt filmen wir nämlich. Wir gehen jetzt mal hier alles durch, wo wir drehen. Wir drehen in den Raum. In den Raum da hinten. Das ist der Fotoraum. Hier machen wir ein paar Fotos. Hier ist Jorilla schon am Wörter schreiben. Wir machen ein paar Wörter, die hängen wir an die Wand. Ne? Was steht da drauf? Alltag und sowas, Wut und so weiter. Die Filmfabrik-Leute sind schon am Auspacken ihres Equipments. Ja, total professionell. Richtig gut. Kinder haben wir auch dabei. Sind den ganzen Tag traurig. Deswegen haben wir sie mitgebracht. So, wir können ja mal durchgehen. Und Schneider, der Fotograf, auch anschauen. Gehen wir durch. Hier ist der, also das ist ein Studio, das befindet sich gerade im Aufbau. Hier drehen wir, weil hier die weiße Wände, wir wollen weiße Wände haben. Und wir werden dann an eine Wand, werden wir die ganzen Papiere reinmachen mit Wörtern. Mit 8,5er Edding rumgetaggt so und sind jetzt ready, im Prinzip unsere Adonis-Körper und unsere durchtrainierten Hälse in die Kamera zu halten so und Augenringe zu verteilen so, und von daher lass mal machen, Alter. Jorilla Disziplin. Das ist Disziplin, ostdeutscher Jorilla, ostdeutscher Plattenbau-Rap, der aus den Zähnen Stopp feuert. Ich bin Partisan dieses Land. So ist es. Es gibt ein einziges Klassenbuch. Geh mal kurz beiseite, ich zeig dir nur, wie ich das meine. Disziplin, Jorilla. Das ist Disziplin, ostdeutscher Jorilla, ostdeutscher Plattenbau-Rap. Dass du nicht so reinkommst, so. Ja, dann auch wenn er dann rappt, macht er ja auch immer noch so. Du musst halt im Endeffekt gerade bleiben, okay, oder? Okay, in dem Fall, ja. Nur nach die Hände sind, sieht man eh nicht, also Schiss. Ja. Disziplin, Jorilla.
Das ist Disziplin, ostdeutscher Chorilla, ostdeutscher Plattenbau-Rap, der aus dem 10. Stock feuert. Ich bin Partisan, dieses Land wird absolviert. Komm vorbei, hier siehst du Schläger durch die Stadt marschieren. Gerade siehst du noch dort hinten eine Platte stehen. Wochen später siehst du dort nur noch Aschenregen. Hier gibt es Hass extrem, viele sind gefrustet. Du willst hier bleiben, doch es geht nicht, du musst weg. Hier siehst du Mütter, die ihre Kinder anschreien. Kids schlagen sich auf den Brandenburger Sandstein. Viele saufen sich hier zu, um danach zu pöbeln. Die Bürgersteige zugemüllt mit alten Möbeln. Hier gibt es wenig Jobs, man kann es kaum ändern. Viele hier sagen, schuld daran sind die Ausländer. Leere Häuser, zu Silvester Straßenschlachten, Bandenkriege, sie marschieren auf mit scharfen Waffen. Hörst du sie, diese Stimmen, die schreien? Ich seh Wolken aufziehen, der Himmel fällt ein. Hörst du sie, diese Kinder, die weinen? Sie wollen eine Zukunft, es wird immer so bleiben. Hörst du sie, diese Stimmen, die schreien? Ich seh Wolken aufziehen, der Himmel fällt ein. Hörst du sie, diese Kinder, die weinen? Sie wollen eine Zukunft, es wird immer so bleiben. Ich höre diese Stimmen, diese Wände sind dünn. Meine Worte sind Hoffnung, die durch die Hände verrinnt. Bin seit der Wende hier drin, verändere das Ding, verändere den Sinn. Denn wurde erzogen, Dinge zu Ende zu bringen. Sie bringt CDs, doch ich bring die Platte raus. Was du hier hörst, ist der Schatten eines Plattenbaus. Sie sagen hier, yeah, weil ich mehr als meine Gegend verteidige. Denn der Osten ist die Kehrseite der Medaille. Erzähle nichts von ganz tighten Army-Flows. Denn Riller redet hier von Langzeit arbeitslos. Das hier sind gesprochene Bilder. Disziplin und Thriller, kein Stück Gangster, kein Stück Killer. Das hier ist die Faust hoch für unsere Heimat. Ich stehe in die Dörfer Ostdeutschland, Stimme auf einmal. Und Rap macht wieder Sinn, weil sie die Menschen durch uns hören. Diese Hoffnung könnt ihr nicht zerstören. Hörst du sie, diese Stimmen, die schreien? Ich seh Wolken aufziehen, der Himmel fällt ein. Hörst du sie, diese Kinder, die weinen? Sie wollen eine Zukunft, es wird immer so bleiben. Videodreh war super, Ben ist ein super Performer, kann man gut mitarbeiten. Rilla sowieso immer, ist jetzt auch schon großer Freund der Familie. Und dann schneiden wir das Ding fertig, schicken es euch durch und dann fahrt in der Mannheim runter, um uns zu feiern. So, it's a wrap. Okay Leute, das war's vom Videodreh. Chorilla mit Disziplin, hörst du sie? Jetzt ist hier Ende Gelände, alles wird abgebaut, alles ist abgebaut. Ich mach mich jetzt zurecht, nehme meine Tasche und bin weg. Morgen geht's weiter, nächster Videodreh. Ciao. Das ist meine Bestimmung, ich bestreite den Blutweg zum Platz an der Sonne, dem Platz, der mir zusteht, mein Streben nach oben, der